Duck in Altum, fahr hinaus ins Tiefe. Petrus hat mit seinen Gehilfen Jakobus und Johannes die ganze Nacht lang nichts gefangen. Und als sie am Morgen ans Ufer zurückkehren, kommt Jesus zu ihm und sagt: Fahr hinaus ins Tiefe, wirf dort deine Netze aus. Petrus ist ein Profi als Fischer. Er weiß, dass man am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, nichts mehr fängt, vor allem wenn man die ganze Nacht schon nichts gefangen hat. Doch er sagt: Auf dein Wort hin, und es wird ein großer Fang. So sagt Jesus auch zu uns: Duck in Altum, fahr dort hinaus, wo es tief ist, und wirf dort deine Netze aus. Ja, wir haben Angst vor der Tiefe, vor dem tiefen Wasser, wo wir den Grund nicht sehen, wo es dunkel ist. Angst vor einem Abgrund, der unter uns gähnt. Angst vor der eigenen Tiefe, unserer Psyche, unserer Seele, was dort alles schlummert, was wir vielleicht gar nicht sehen wollen. Und auch Angst vor der Tiefe Gottes, der unendlich und unergründlich ist. Ja, im seichten Wasser, da ist es angenehm, da ist es bequem, da ist man sicher, da kann nichts passieren, keine gefährlichen Strömungen, das Wasser ist warm, man kann dort planschen, aber man wird dort wohl keine dicken Fische fangen. Duck in Altum, wagen wir uns in die Tiefe der Beziehung zu Gott, in die Tiefe hinein, in sein Wort, das er uns sagt. Wenn wir sein Wort aus der Bibel nur hin und wieder hören, vielleicht beim Gottesdienst, dann können wir nicht wirklich tief eintauchen in das, was er uns sagen wird. Lesen wir täglich in der Bibel und tauchen ein in die Tiefe, werfen wir dort unsere Netze aus. Tauchen wir tief ein auch in das Gebet, tief in die Beziehung mit Gott. Wenn wir nur hin und wieder ein Vaterunser herunterratschen, dann sind wir im seichten Wasser und werden keine dicken Fische fangen. Doch wenn wir regelmäßig in die Stille gehen und mit persönlichen Worten zu Gott sprechen und diese Beziehung pflegen, dann kommen wir nach und nach in tiefere Wasser. Und dann können wir auch dem Wort von Jesus vertrauen, so wie Petrus, der gesagt hat: Auf dein Wort hin. Und wir werden einen großen Fang haben. Trauen wir uns hinein in die Tiefe der Gottesbeziehung. Auf sein Wort hin trauen wir uns hinein auch in die Tiefe unserer selbst. Erforschen wir die Tiefen unserer Seele, die Tiefen Gottes und unserer Beziehung zu ihm. Duck in Altum, nur Mut, der Herr wartet auf uns.